Ja, wieder ein Abo. Gibt es noch einen Sub-Hype? Jawohl, da ist den. Danke. Und wir spielen Ricky mal wieder. Lange nicht gespielt. Nun, Roaming Ricky habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Muss irgendwann noch das Video von der letzten Runde benennen. Da habe ich Magnus gespielt. Auch lange nicht gespielt. Davor habe ich Earthshaker gespielt. Spiele ich tatsächlich insgesamt nicht selten, aber auch länger nicht gespielt. Was ist hier denn los? So viele seltenere Helden. Ich habe gepickt, ich habe Ricky gepickt, da hatten sie Shadow, da hatten sie glaube ich nur Naga und Shadow Shaman. Der CK. CK wollte ich schon sagen. Mir ist zweimal passiert, dass ich Centaur statt CK gepickt habe. Der Centaur ist gar nicht schlecht gegen Ricky, wenn er nicht mit im Smokescreen steht. Ganz kurz, machen wir es mal so. Wenn er nicht mit Smokescreen steht, weil er mit dem Ulti, ist es ganz gut, einfach aus dem Smokescreen und aus meinem Ulti rauszulaufen. Deswegen muss man gucken. Ansonsten ist Smokescreen ziemlich gut gegen Shadow Shaman. Also, interessantes Spiel, gucken wir mal. Benjojo. Auch noch abonniert. Nicht nur der Random Guy, auch Benjojo. Ja, nice. Da gibt es auch noch einen Sub-Hype. Danke. Ich muss eigentlich ein bisschen mehr hinzufügen zum Sub-Hype. So, das checken wir mal eben. Haben wir eine Dual Offlane oder wie ist das hier? Vielleicht. Sehr schön. Targun bekommen, das ist schon mal gut. Disaster Guy meint, er hat Amazon Prime Student. Da müsste man eigentlich auch das Prime, Twitch Prime mit da haben, keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, woran das liegt, dass du es da vielleicht nicht hast. Das weiß ich auch nicht. Now we can arrest this guy. Good job. Nice, man. Just push it in the tower now. It's pushing anyways. Just use it. Just use your spell. See, at least do some damage, slow them. Irgendwas. Das ist doch trotzdem nicht verkehrt. Gerade nach Hause gekommen. I'll bring a sentry top. Okay. Erst noch Mana, ne? Erst noch Mana für Stun. Ich bin jetzt auf.
Nice. I can pull free ones. Schauen, ob hier ein Ward ist. Yes, no mana. Remember, the nuke does not cost mana. I know. Belt. Thermal, please pull me. Leak, come. Just slow him. Wait for him to come again, and then just give him Venomous Gale. Need help. Ein bisschen zu lange gebraucht mit dem ersten Venomous Gale und dann hat er uns danach erwischt. Wir haben sie noch so ein paar Spells, ein bisschen auf uns verteilt und verschwendet. Komm hier! Wieder den Ressen. Komm mal, TP. Als ich fühle, dass er irgendwie den Sven mehr harassen könnte. Aber mit den Right-Clicks. Wird er denn geskillt? 1-1, okay, Plague. Das würde ich gar nicht machen. Ich weiß, was er erreichen will. Aber in der Lane
Könnt den halt richtig krass harassen, den Sven. Und das macht er leider nicht. Um dann die Plague Ward zu skillen, so potenziell ein bisschen zu pushen. Überzeugt mich nicht so ganz. Nee, nicht ganz bekommen. So. Lass uns mal vorne. Ich bleib jetzt nur, um einen Shackle zu unterbrechen, falls eins kommt. Jetzt mal mein Level 6 geworden. Let's try mid, Lion. Naga's going top, careful. Coming in. I'm dead. Yeah, we can buy some time. Can I get the bottom money though? Yeah, take it. We can get this Naga or some. I have ulti. Noch Burst Damage. He has no ult. What's he doing now? Holy shit. Oh, okay, noch ein. Jetzt, wenn keiner oben ist, dann ist sein Bild ganz gut. Jetzt kann ich mit dem Ward ordentlich den Tower pushen. Aber als Offlane Venomancer bin ich eigentlich meistens ein Fan von einem anderen Bild. Also geht's auch. Can you get him? Yeah, let's go. Good job. Even stealthier. Nice, nice. Here's my pension. So. Let's use the shrine. So we have some mana and can gank. Mid tower taking damage. Gonna fight mid. On my way mid.
job. Nice, 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 Blader. Well played, guys. Das war gut gemacht. Ich sollte aber erstmal meine Facebooks fertig machen. Don't. So machen wir es mal so. Okay, Shadow Shaman hastet. Faster and stronger. Liquidated assets. Top tower under siege. Money changes hands. Okay, Sven used his ult, yeah. So. Push mal die nächste Wave noch. Und dann will ich mal dem nächsten Spiel wieder Richtung Mitte gehen. Und ich sollte einfach die Lane ein bisschen rauspushen. Und sie ein bisschen Druck auf der Lane haben. Und woanders. Ja, ein bisschen Space. Taking damage. Enemy towers are now invulnerable. Vielleicht kommt der Shadow Fiend hier. The Shadow Fiend here. He's probably going to the jungle to farm. Or he stays in the lane. Let me scout first. Well done. Jetzt heißt da unten was passiert. Push top, keep pushing top. So, wir kurz hier oben ein. Keep on pushing. I'm gonna push bot. Bottom tower being attacked. Wards used. Don't fight bot. Hey, there's still bottom. We can push top. Your bottom tower is under attack. Gonna cover you from this. Your bottom tower has been destroyed. We can't kill him again. Yeah, he's alone. Oh, oh. Sorry, CT. I'm on my way. Come in, top. Oh. Initiation, was abbekommen? Bitte, bitte, bitte. Ah, close. No way, man. Yeah, that was close, actually. Nehmen wir die Agility mit. I can come in, let. I need to come in with the stun here.
Keep pushing. I need to form some. Come on, man. Yeah, sorry. I'm sorry. Go, I got ult. Not yet. Wait a little bit too long to like stop your infest. Vielleicht war es auch, mit so was sagt, vielleicht war es ein bisschen zu aggressiv. Hm. Sven ist solo bottom. Das Diffusal Blade jetzt. Ja, sie haben CK. CK ist ja schon wieder das Centaur, was da relativ gut ist. Wenn er halt nicht disabled ist. Oder gesilenced, was auch immer, wenn er sein Ulti ready hat und nutzen kann. For our bottom, just take mid probably. Can you engage him? For our bottom, you can easily kill him, he's alone. Just kill mid and push the tower. When we see them somewhere else on the map, we need to use the time. Not just like continue in one spot farming jungle. Push this. No wards. Yeah, no Naga ult, nothing. Death's bounty. So. Diffusal Blade? No word. Müssen aufpassen, ob sie jetzt unten auftauchen. Ich versuche. Don't stack like that. Dire have fortified their towers. They're not defending this. Okay, they're not. Even stealthier.
So, ist der Füße gleich mal fertig. Okay. Got my defusal in a second. Your middle tower is under attack. Quick hit. So, wir waren gerade unten unterwegs. Jetzt mal noch ein TP hier einstecken, dass ich es ready habe. Centaur ist solo top right now, Sven ist bottom. Invisibility. Da ist mein TP, was er sich einsteckt. On my way. Okay, retreat for now. We lost Gyro already. Enemies are ravaging your middle tower, and it's a beautiful day. I think they're rushing. Oh no, they're not. Just ult them. Gyro, call down. Can you call down, please? Ah, Sven is top, never mind. They are top, man. Okay. Yeah, you see that. I'm coming top. Take haste, Rune Lion, join us top. Sven is here. Play it out. Lion, take the haste on Wolf last. Ich will den Smokescreen cooldown. Sind nicht so glücklich miteinander, die Kinders. Ich dachte, dass sie gleich ankommen. Jetzt versuchen es zu baiten.
Real Naga's here. Illusion. Do you Naga please stand up? Is this Naga? I don't wanna die though. Yeah, we need probably one more. I'm not ready. Fall back. The fight fight must run of loss. Let's use the shrine. Well, I probably need it. I'm dead. Kill me. Ouch. Hm. Ich hätte aber weggehen sollen, offensichtlich. Why is my next die at the bottom? Der läuft jetzt irgendwo da. Anscheinend alleine vor dem Kampf gestorben. I told you it was a fucking diving. I don't wanna dive there, but we fought anyway. Wie schaut er mit, wenn der all top? They can rotate, I don't have TP. I don't wanna go there without my TP cooldown. Okay. Das ergibt Sinn, einigermaßen. Eine Wave kannst du aber noch rausfischen. Dass wir halt so ein bisschen den Space nutzen, das machen wir halt gar nicht. So, das alles. Ja, von meinem BKB. We are fighting for non-stop, man. It's been 30 and we fought like 15 fights. Sanjum Yasham. Das hat dann, wenn wir keinen Druck machen, sondern immer nur so versuchen, irgendwo in der Ecke zu farmen und nie die Lanes, und die Waves rauspushen, dann haben sie halt komplett freies Feld auf der gesamten Karte. Ich habe schon wieder den Kurier bestellt, der gerade schon auf dem Weg nach oben war. This happens if we just don't push out the lanes when we can. Ah, TP to the wrong spot. Help your chili. Yeah, I thought you would go bottom. Makes it dying there. I don't know where you are yet. You're just talking too much, but you are not paying attention to the game, Ricky. There was no reason to fight there. You need to save your carry. They're dying into it. We need to chase when we have the chance. That's our problem. We don't take our Roche. Opportunities. Yeah, go for Roche. I just scout them. And people come Roche. We have a sentry here. We
gonna use a strong. Push mid now. You didn't see that coming. We should back off with the solo. Yeah, we are of mana. I'm get back. Alone. So. Can we push? No Shadow Fiend. Yeah, we have to go back. I buy a TP, go back, and need to regen. I'm completely out of mana. There. Get back, Venom. Center was there. Na, wo ist auch schon richtig? Jetzt habe ich kein TP, weil ich dachte, dass wir kämpfen müssen. Der Sentry hier war vorhin ziemlich gut und wichtig. I have smoke. Wir müssen aufpassen. Mein TP. Ein bisschen. Das war jetzt mal ganz gut. Die Lanes mal rauspushen. Ich habe in der Mitte ein bisschen rausgepusht. Er hat oben rausgepusht. Das ist genau das, was wir machen müssen. Shadowfiend top. Und Sven in Naga mit. Shadowfiend still top. I need to farm my butterfly, man. We are just fighting non-stop. This fuck is so stupid to go. Let me get they're my all items. Missing, careful. Okay, they're all top. Can you push mid? Oh, never mind, they're going into the jungle. He's alone here with Centaur, the two of them. The rest was just top. Fight, don't fight. We can fight right now, the three of them were just top. Back, please! You see, they are fine. It's not top, it's this jungle. Yeah, it's this after 10 or 15 more seconds. You just don't... Why don't you just use the spells? He blinked in, he didn't achieve anything. They got a water. I don't know what we are actually doing. We are just fighting non-stop. That's fucking so stupid. You suck at offlaning. You have gyrocopter. Like, you want to fight with gyrocopter. Like, he's stupidly strong. You should just call us to fight mid. You died 9 times in 10 minutes. That's so stupid. What do you want? It doesn't work this way if you don't control the map. You want to farm, but you just get picked off by farming all the time because they control the map. You have to take fights that you can actually take. I die 7 times in the fight. No. Fucking stupid. You get picked off here, you get picked on a lane, because you don't control the map. And if you have the opportunity, you don't go for it. You're just talking nonsense right now. This push is so stupid. They can walk like that. They're... Yeah, but like they're 10-15 seconds away. It was only two of them mid. Three were just top. Yeah. 10 seconds won't do shit to this tower.
Nur in der Dota, man. You're just giving the wrong call. Ich verstehe auch jetzt nicht, was er sagt, aber er will halt nicht kämpfen. Was hat mit so einem Helden wie Gyro, der so stark ist? I'm just farming my waterfall, but we are fighting non-stop. I don't get that. Well, as a gyrocopter, you can fight non-stop, yeah, actually. Yeah, it's like 500 MS, and we are just pushing this tower. Like, he cannot rotate. I can't kill him. I have my BKB on cooldown, we're just pinging for no reason. Muss jetzt mal warten, bis mein Dust abgelaufen ist. Ja, I'm Duster, as you can see, I can't just like walk into them anymore. Yeah, because you walk into them to kill this one, you fight people. You're so ignorant. Oh man. And you have SMY for something. I don't know why. Ach ja. I hope your top barracks were a nuisance to you because thus so your top barracks. I have gotten you what you've always wanted. More. Yeah, of course my bad. It, like they die 15 or 12 times. And you don't pick the right fights. It's like you have to pick the right fights. When you see them somewhere else on the map, three of them, you can engage them. They're out farming us non-stop. You're not gonna catch up like this because we don't control the map. Yeah, I don't know. If you don't like win your lane hard and the mid game of Gyrocopter, then there's something wrong with you. No, but we have to take the right fights, and there were good opportunities. The problem is you tried to farm, and they just caught you and picked you off time and again and again and again because you didn't push out the lanes. That's another. If you push out the lanes, you can farm. But you didn't do that either. You just sat there somewhere like near the base and waited and wanted to farm there. You're just terrible at picking the right fights. Ah, ja. Ja. Jetzt nicht halt. Jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Deswegen chatten wir noch ein bisschen. Nee. Ist nicht, dass wir noch groß irgendwelche anderen Möglichkeiten hätten. War es gerade der erste Smoke? Ich glaube nicht, aber vielleicht schon der zweite. Na, Stun. Was hat er auf jeden Fall irgendwas von einem Report geschrieben? Er wollte gerne reported werden, der Gyrocopter. Das habe ich nur so mitbekommen. Aber der Farm ist halt mies gefarmt und keine Ahnung gehabt, was sie machen sollten. Und der Venomancer wollte halt oben irgendwie, ich weiß nicht genau, sind viel zu oft gestorben. Immer die falschen, also wirklich immer die falschen Kämpfe genommen. Immer die falschen Kämpfe. Hm. Naja. Hm. Ja.
überlegt noch irgendwas. Ja, naja, passiert halt manchmal, dass du einfach so Spiele hast, wo völlig das einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Aber das hätten wir auf jeden Fall locker gewinnen können. So ein bisschen einfach mal die richtigen Kämpfe. Wir hatten die ganze Zeit eigentlich Probleme mit der Vision. Das war das Hauptproblem. Aber mit der, als wir die Vision hatten, haben wir es halt nichts draus gemacht. Deswegen war es vielleicht dann auch eh wurscht. Weil mit mehr Vision hätten wir vielleicht auch nicht mehr gemacht. Ich erinnere mich nochmal, aber irgendwie zwischendurch. Am Ende, die mich alle gekauft, hat mich schon gewundert. Dass wir plötzlich so viele Wards hatten, das kam nicht, überhaupt nicht hin. Ja, okay. Ja, da kann man natürlich auch mal sagen, Martin, da musst du mal mehr machen. Im Prinzip hast du wahrscheinlich recht. Aber ich gucke halt auf andere Sachen. Und ich habe halt nicht, das ist immer so ein bisschen die Sache natürlich. Weil ich nicht so große Probleme mit den Wards. Ich hätte eigentlich immer vom Movement, konnte ich die ganz gut antizipieren und habe die Lanes rausgepusht. Die sind halt gestorben. Dann kann man natürlich sagen, ja, da muss ich auf die auch noch aufpassen. Aber irgendwo will ich auch nicht 3 oder 4 Rollen unterstellen. Aber stimmt schon, man sieht das hier, einmal bei Minute 13 hat er was gekauft und dann hat er zum Schluss nochmal alles gekauft, damit das irgendwie im Endscreen nicht ganz so beschissen aussieht. Hervorragend, Lion. Allein dafür, dieses dumme noch versuchen irgendwie, am Ende so einen Scheiß zu kaufen, sonst wäre es mir ja egal langsam, aber... Ich habe mich schon gewundert, irgendwie das kann nicht hinkommen mit den Wards, wir hatten die meiste Zeit keinen. Ja. Naja. Ein Force-Staff. Cool. Ach, das war stimmt, das war hier auf die LN geguckt. Da gerade den Lifesteal an den Venomancer verwechselt. Ja, eine Runde können wir noch machen. Aber was hat der Lion am Ende gekauft? Hat der Shadow Shaman hat zwischendurch gekauft. Ja, wie Gobi meint, als Position vorher, der hätte man durchaus mir den Vorwurf machen, dass ich sage, ich soll jetzt auch mal mehr kaufen. Ich hab andere Sachen halt im Blick, aber prinzipiell ist das schon richtig, dass ich halt auch mal da dann mehr drauf achten müsste, wenn die Position 5 anscheinend einfach nichts macht. Stumpf halt, seinen Job einfach nicht macht, dass ich dann da irgendwie mehr mache. Das ist schon so ein Vorwurf, den man mir machen kann durchaus. Ich habe andere Sachen im Blick und habe dann so ein bisschen so eine andere Wahrnehmung. Ich merke immer, die sterben irgendwo. Und das liegt halt an den Wards offensichtlich. Aber ich nehme das halt anders wahr, weil ich habe gar nicht so ein Problem mit der Map, weil ich sterbe halt nicht die ganze Zeit wie die. Und halt nicht so, dass sie es nicht versucht haben, weil sie haben viel mit Smoke, mit Dust und mit Sentries gearbeitet und so. Hier, 4 Dust, 2 Dust, 3, also hier 6, 9, 11 mal Dust, 13 mal Sentries. Sie haben halt so viel von ihrer Economy in Detection gesteckt. Und trotzdem bin ich halt nur 6 Mal gestorben. Also das ist halt einfach, sie könnten, das ist halt einfach, das ist auch so ein Economy-Vorteil, den du eigentlich hast, wenn sie halt viel in Detection investieren müssen. Sie haben wirklich viel Geld da reingesteckt. Wie gesagt, wirklich viel Dust, wirklich viel Sentries. Und wie gesagt, ich hätte im Nachhinein, denke ich mir auch so, hätte ich mal ein paar Boards gekauft vielleicht. Aber so, ich habe beim Spielen kein Problem. Ich konnte antizipieren, wo sie hingehen. Ich habe es geschafft, die Lane rauszupushen. War bei den Kämpfen eigentlich meistens dabei. War jetzt nicht, dass ich mal dachte, ich fehle da. Also, ich habe halt nur gemerkt, dass sie die ganze Zeit sterben und dachte, die brauchen mal irgendwie Wards. Aber dann ist das noch so ein Schritt mehr, sondern halt noch eine Rolle. Also ich will halt dann auch nicht 3 oder 2, 3, 4 Rollen auf einmal ausführen. Dann habe ich versucht halt, die Position vor, ich habe versucht, Informationen über ihr Movement zu bekommen. Ich habe versucht, die Waves rauszupushen. Und so weiter. Und ja. Das Problem ist, dass er auch nichts anderes hingekriegt hat. Naja. Aber. So ist es halt manchmal. Naja, neue Runde.